So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wieder ohne Stativ, beziehungsweise diesmal wieder ohne Stativ, weil es ist noch derselbe Tag wie der andere Tag ohne Stativ. Wartet mal, ich lege da noch ein Hölzchen drunter und dann sollte es eigentlich gehen. Aber, ja, das Leben mit Stativ ist schon leichter. So, hallo nochmal. Also, da ich gerade dabei war, dachte ich mir, ich könnte ja vielleicht noch ein bisschen Gear Review machen. Und zwar einen meiner persönlichen Lieblingsausrüstungsgegenstände. Ist ein bisschen was für Liebhaber, ist nichts, was man wirklich braucht. Nämlich diese Wurst. Ja, die ist erstens mal sehr multifunktional einsetzbar und zweitens riesig und auch nicht unbedingt wirklich leicht. Ist jetzt auch nicht bolle schwer, kann man schon mal tragen, keine Frage. Wiegt ungefähr so 2, 2,5 Kilo, habe ich so jetzt ehrlich gesagt nie gewogen. Vielleicht sind es auch 3. Ja, es sind wahrscheinlich doch auch noch ein bisschen mehr. Aber spielt für mich eigentlich fast keine besonders große Rolle, weil ich mag das Ding einfach. Ja, jetzt wird man erraten haben, was ist so riesig, was ist das? Ist das ein Zelt? Ist das ein Schlafsack? Es ist ja gewisserweise fast schon beides. Das ist das Übernachtungssystem, so habe ich es mir zumindest erklären lassen. Falls es jemand besser weiß, möge er mich belehren, dass zumindest mal zeitweilig, ich weiß auch nicht, was die aktuell gerade so treiben, von der Schweizer Armee verwendet worden ist. Das ist also ein Schlafsack mit samt dazugehörigen Biwaksack. Würde man im zivilen Bereich sagen, hat garantiert irgendeinen Spezialnamen in der Armee. Aber dieser Biwaksack, der ist halt plus minus aus dem Material, was wir als Deutscher vielleicht vom Bundeswehrponcho kennen. Ja, der gute alte Bundeswehrponcho. Und das ist so ein gummiertes Kunstleder gefühlt, wenn man das irgendwie beschreiben möchte, was das eigentlich darstellt, ist aus meiner Sicht ein wirklich, es ist schwer, ja, aber davon abgesehen, dass es schwer ist, ist das ein ganz, ganz, ganz tolles Material, weil das ist wirklich fundamental wasserdicht, zumindest mein Exemplar hier, und unkaputtbar, ne? Und das ist also dementsprechend auch ein Sack, den ich wirklich gerne verwende, weil ich habe keine Ahnung, wie alt der ist und wie viele Leute da schon drin gepennt haben. Ich habe ihn gewaschen. Aber geht einfach nicht kaputt und ist so eine Fire-and-Forget-Lösung, ne? Wie der Ami sagt. Sprich, das drückst du ab, schießt das Ding ab und dann sind all deine Probleme gelöst und du musst nicht mehr groß drüber nachdenken. Ja, und im konkreten Fall von diesem Sack hier ist es so, den schnappst du dir, klemmst ihn dir unter den Arm, gehst zum Auto, sind wir mal ehrlich, damit geht man zum Auto, ja, wirfst ihn in den Kofferraum, nimmst ihn aus dem Kofferraum wieder raus, wenn du im Wald bist oder wo du auch immer du übernachten möchtest, Nachbarsgarten, Garten von Oma, keine Ahnung, schmeißt das Ding dahin, wo du schlafen möchtest und das hat sich erledigt, bis du schlafen möchtest. Willst du dann schlafen, also insbesondere im Sommer bei superkalten Temperaturen sieht die Welt ein bisschen anders aus, dann machst du Folgendes. Ja? Dann kann man hier nämlich prima diese Schnürchen aufmachen, ganz alte Baumwollschnürchen, nichts ultraleicht, gar nichts. Und fertig und zack und ausrollen. Wusch. Ja? Und das schmeißt man jetzt wirklich irgendwo ins Gelände, weil das Tolle ist, das lässt sich ganz wunderbar eben auch in dieser Wurstform transportieren, dass der Biwaksack quasi, der Schlafsack im Biwaksack liegt. Das heißt, wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir, da innen drin befindet sich der eigentliche Schlafsack, hier dieses etwas leicht anders aussehende Material und eben diese Biwakhülle drumherum. So, und jetzt haben wir hier in der Mitte, könnt ihr das sehen, haben wir hier in der Mitte einen Reißverschluss. Den machen wir logischerweise auf und kommen dann auch an unseren Schlafsack ran. Aber im Grunde könnten wir jetzt einfach, nachdem wir den Biwaksack, der ist ein bisschen alt inzwischen, der geht jetzt nicht mehr ganz so leicht, aber er geht noch und er ist auch noch stabil. Und er ist auch, sagen wir mal, 90% noch wasserdicht. Also es muss schon aus Strömen kübeln, dass da ein kleines bisschen Wasser durchgeht.
Und das ist so ein bisschen ein Nachteil. Ne? Also der Reißverschluss, das könnt ihr jetzt hier vielleicht, ja, der hat keinerlei Abdeckleiste oder sonst wie, weder außen noch innen. Das heißt, wenn es da richtig heftig drauf regnet, geht da ein bisschen Wasser durch. Ist aber auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, dass sich damit in strömenden Regen von oben zu legen, sondern ist mehr als Schutz gedacht, wenn das Wasser irgendwie von der Seite kommt oder wenn es nur ein paar Tropfen sind, jetzt so ein kleiner Regenschauer, das geht auch nicht durch. So, und dann ist da drunter der eigentliche Schlafsack, und das ist halt eben auch ein schönes altes Modell. Erinnert so ein bisschen, wenn man sich das Einstiegsloch anguckt, ja, erinnert verdächtig an einen Defense 4 oder einen Tropen oder irgendwas anderes von der Goldeck Textil GmbH bzw. von Carinthia. Und tatsächlich ist auch das hier ein Carinthia Schlafsack. Die sitzen ja in Österreich. Und ja, inzwischen beliefern die so ziemlich alles, was an Österreich angrenzt, mit Schlafsäcken oder haben es zumindest zwischendurch mal getan. So auch eben die Schweiz. Also auch hatte die Schweiz quasi ihren Militärschlafsack mal aus Österreich bezogen. Wir Deutschen machen das ja auch. Die Bundeswehr hat ja ebenfalls Carinthia-Schlafsäcke sozusagen im Einsatz. Und ja, das ist wirklich, wie gesagt, ein Original. Das erkennt man unter anderem noch an solchen schönen Einnähern, die einen dann noch alle möglichen Informationen zu dem Teil verpassen. Und insbesondere erkennt man, dass das die Variante für die Schweiz ist, weil die Gebrauchsanweisung ist eben zweisprachig, Deutsch und Französisch. Eigentlich müsste da ja fast noch das Waliserische dabei sein, aber das hat man sich dann wohl doch gespart. Warum auch immer, wahrscheinlich war der Aufnäher schon zu lang. Finde ich aber cool, dass man damit eben auch mal ein bisschen nachlesen kann, wie das Ding zu verwenden ist. So, ich versuch's. Es ist nämlich nicht mehr ganz deutlich zu lesen, aber Schlafsack nur waschen, wenn es absolut notwendig ist. Jedes Waschen reduziert Wärmeleistung. Waschen in der Waschmaschine, besser in der Badewanne. Waschmaschine mit mindestens so und so viel Platz. Elternhaften für ihre Kinder, das steht da nicht. Programm mit Schonwaschgang benutzen, Feinwaschmittel. Gut spülen, mehrfach spülen oder Waschprogramm ohne Waschmittelzusatz wiederholen. Bei starker Verschmutzung Wäsche wiederholen. Nicht wringen. Schlafsack so offen wie möglich aufbewahren, zum Beispiel hängend oder lose zusammengelegt und so weiter. Das ist ja auch grundsätzlich so ein Knackpunkt, das gilt ja für alle Schlafsäcke, nicht nur für uralte Militärteile, dass je locker man die aufbewahrt, desto länger halten die. Was ich dann noch ganz spannend finde, insbesondere an diesem Modell, ist das Material, woraus der besteht. Das ist so ein ganz weiches, erstaunlich fluffiges Material, aber halt überhaupt nicht wasserdicht. Die modernen, also heute käuflich zivil zu erwerbenden Carinthia-Schlafsäcke, die haben alle so eine mehr oder weniger wasserdichte Hülle. Das fühlt sich alles so ein bisschen plastikmäßig an. Der hier ist, glaube ich, schon auch aus Kunststoff. Ja, das ist schon irgendein Kunststoff, aber viel weicher, irgendwie wirklich kuschelig. Und von der Haptik her echt angenehmer, ist außen wie innen dasselbe Material. Der hat hier noch so schöne Kordeln überall, Reißverschluss ordentlich. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Baumwollschlafsack, auch wenn es keiner ist. Aber so von der Struktur her ist es echt gemütlich. Und der nimmt toll, und das macht er meiner Meinung nach, subjektive Wahrnehmung, tatsächlich besser als die modernen, nimmt wirklich super die Feuchtigkeit auf des Schläfers, der da drin liegt. Vielleicht ist das Absicht, weil konzipiert war das Ganze ja als System zusammen mit dem Biwaksack. Und der Biwaksack, der ist zwar angeblich auch ein bisschen atmungsaktiv, aber das glaube ich keine Sekunde, da liegst du im eigenen Saft. Das heißt, wenn du da schwitzt in dem System, weil es tatsächlich warm ist, dann schwitzt du, dann bleibt sämtliche Feuchtigkeit, die du abgibst, im System. Bestenfalls sammelt die sich am Inneren vom Biwaksack und stört dich dann nicht weiter. Du merkst nicht, dass du im eigenen Saft liegst. Ansonsten sammelt sie sich im Schlafsack, dann merkst du es auch nicht. Erst wenn das wirklich alles richtig durchgesifft ist, kriegt man es als Schläfer überhaupt erst mit da drin. Drum, tolles System, Wunsch und sorglos glücklich System für eine Nacht, danach lange trocknen. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, es lange zu trocknen. Wenn nicht,
willst du keine zweite Nacht drin pennen. Also zumindest ich mit meinen, ich sag mal, modernen Ansprüchen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal genauer, wie das dann aussieht, wenn man da drin liegt und so weiter und so fort. Ne? Aber der hat noch nicht mal eine besondere Mumienform. Das gab es damals auch noch nicht so intensiv, sondern der ist ein Plus-Minus, wirklich so mehr oder weniger rechteckig, eben mit diesen winzigen Löchlein zum Rausgucken. Die meisten modernen Schlafsäcke für kalte Temperaturen sind ja wirklich Mumien, also totendlich-amon-förmig geschnitten und haben eine große Kapuze, die man zwar auch um den Kopf schön zusammenziehen kann, aber die haben nicht so eine riesen Kapuze, also dass hier ewig viel Platz ums Gesicht drumherum ist. Das ist hier Absicht bei diesen militärischen Dingern. Übrigens sind hier noch so Strippen dran, dass man das Ding auch noch irgendwo festmachen kann, falls das nötig sein sollte. Beziehungsweise, damit man es besser zusammenrollen kann, dann kann man es mit diesen Strippen gleich noch fixieren, wenn man das will. Ich habe da keine wirkliche Verwendung für, aber es gibt sie. Ja, vielleicht weiß zufällig jemand, wovor die ursprünglich gedacht gewesen sind. Ja, aber was wollte ich sagen? Genau, jetzt hier drin liegen und nur durch das kleine Löchlein durchgucken, ist natürlich rausgucken, ist natürlich dahingehend spannend, dass man dann so wenig heiße Luft wie möglich verliert, je kleiner die Öffnung ist. Aber moderne Schlafsäcke haben einfach unter der Kapuze, also irgendwo so hier in diesem Bereich, haben die normalerweise noch so einen extra Kragen eingenäht, einen sogenannten Wärmekragen, der einfach um den Hals dann drumherum liegt und abschließt zur Kapuze, dass man aus der Kapuze, auch wenn die eine größere Öffnung hat und enger um den Kopf sitzt, keine weitere Wärme verlieren kann, als tatsächlich die Wärme, die der Kopf abgibt, weil nach unten abgeschlossen ist das ja mit diesem engen Kragen, den man dann um den Hals zuziehen kann. Ist nicht jedermanns Sache. Es gibt Schläfer, die fühlen sich halber erstickt, wenn sie einen Wärmekragen haben und mögen das nicht, wenn was um den Hals drum rum liegt. Ich persönlich mag die, aber ist Geschmackssache. Ja, und ansonsten gibt es zum Schlafsack kaum noch was großartig zu erzählen. Wenn man die heute noch irgendwo bekommt. Bemerkenswert ist übrigens dann auch noch mal hier. Hier ist der Reißverschluss, ne? Und hier ist noch mal so ein Flappenstoff. Der geht da, ne? Also das ist wirklich so ein extra Flappenstoff, der den Reißverschluss quasi von innen abdeckt, damit durch den Reißverschluss die Wärme nicht verloren geht. Das bauen die bis heute so. Also auch dieses alte Modell hat das bereits und das ist bis heute nicht anders. Und ja, ansonsten gibt es zu dem Ding eigentlich gar nicht allzu viel weiter zu sagen. Reißverschluss ist durchgehend bis hier. Das heißt, wir kriegen am Ende quasi noch so eine Art Kapuze. Das kann man sich tatsächlich dann auch so rum über den Kopf ziehen. Flupp. Moment. Da will man dann natürlich noch rausgucken. Aber grundsätzlich ist das durchaus eine bequeme Möglichkeit, dann abends oder morgens, wenn man eigentlich schon aufgestanden ist, sich den Schlafsack noch ein bisschen umzuhängen. Ich weiß, es sieht völlig bekloppt aus, aber das macht es so richtig schön kuschelig hinten warm am Rücken. Und gerade weil das Ding unten zu ist, ja, und sich der Reiß und das Ding nicht ganz öffnenbar ist, es ist ja keine Decke. Und das macht das mit dem Umhängen ein bisschen komplizierter. Alternativ kann man es natürlich auch einfach so um einen rumwickeln. Dann kann man sich vorne noch ein bisschen über die Beine legen. Aber das war's dann. Ja? Also je nachdem, wie man das verwenden möchte. Aber ich habe tatsächlich schon Leute gesehen und es gab auch Leute, die mir das so erklärt haben, dass du dir das Fußende im Grunde über den Kopf stülpst. Mehr oder weniger so, dass du halt noch rausgucken kannst. Und dann auch kannst du auch auf dem Schlafsack selber drauf sitzen. Ja, also wirklich ein richtig kuscheliges Material. Ich finde das also viel gemütlicher als das alte Zeug. Ja, hat es da innen jetzt eigentlich noch irgendwelche Special Features? Nicht, dass ich wüsste, ne? Nein, da ist nichts mehr. Und ja, vom generellen Schnitt her ist das Ding auch sehr weit gehalten, insbesondere eben die Kapuze sehr weit gehalten, damit man da theoretisch wirklich auch mit dem Helm drin liegen kann. Für den Fall, auch der Fußbereich ist sehr breit, ne? Der läuft ja auch gar nicht mumienförmig zu, dass der irgendwie schmaler wird, der Fußbereich, sondern der ist auch recht groß gehalten.
und recht hoch gehalten, in Anführungszeichen, ne? Damit man da halt eben auch mit den Stiefeln drin liegen kann. Das ist nicht besonders gemütlich, aber dann bist du halt startklar, wenn was wäre. Und obwohl ich da jetzt noch reinpasse, bin ich eigentlich offiziell zu groß für diesen Schlafsack, weil eben die sind ja von der Größe her so konzipiert, dass da dann auch der Soldat eben inklusive volle Montur reinpasst. Drum übrigens auch dieser Frontreißverschluss, den wir ja schon gesehen haben. Da kann man nämlich von innen dann einfach diesen machen, seinen Schlafsack aufreißen, den hoffentlich dann irgendwie noch leichtgängigen Reißverschluss entsprechend aufreißen und steht auf und schnappt sich sein Gewehr, wenn das nicht auch noch mit drin hat, liegen sollen. Je nach welche Armee welche Vorschriften hat und so weiter. Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Bundeswehr. Und ist dann halt einsatzbereit, wenn du im Schlaf über Nacht überrascht wirst. Dass das nicht dann ewig dauert, bis der Soldat überhaupt in der Lage ist, sich zu verteidigen, wenn nachts was ist. Ja? So, und damit man sich eben mit dem Ding überall hinhauen kann, ohne groß überlegen zu müssen, wohin man sich haut, und man sich auch getarnt teilweise an die unmöglichsten Stellen legen kann, wo man kein Zelt aufbauen könnte, da kommt dann halt eben auch wieder der Biwaksack ins Spiel. Für sowas ist der ganz gut. Ist der komfortabel? Nö. Kann man das mal machen? Ja, definitiv. Ja, insbesondere im Zivilen, wenn man ohnehin solche Ausrüstung nur als Spaß verwendet. Und ich hocke hier ja jetzt auch gerade in so einer etwas geröllligeren Landschaft. Das ist ein bisschen Absicht. Das könnt ihr jetzt gerade noch nicht so gut sehen, aber ich zeige es euch gleich, damit ich dann einfach mal demonstrieren kann. Man kann das wirklich auch in so einer Landschaft mit vielen Steinen und so weiter und so fort, findet man immer irgendwo ein Plätzchen, wo man den Biwaksack dazwischen legen kann und dann kriegt man da mit dem Schlafsack rein und dann kann man da tatsächlich irgendwie es sich gemütlich machen und da dann pennen. Denn man braucht auch nicht zwingend eine Isomatte, jedenfalls nicht, wenn es halbwegs warm ist. Und wenn man halbwegs leidensfähig ist, das wird bei einem Soldaten irgendwie vorausgesetzt. Ansonsten eine Mini-Isomatte tut's und wenn man noch ein bisschen Zeit hat, dann schneidet man sich ein bisschen Vegetation zurecht, sammelt sich ein bisschen Laub, macht sich einen Laubhaufen, schmeißt sich da drauf mit dem Teil. Das funktioniert alles erstaunlich gut. Ja. Temperaturangabe vom Schlafsack gibt's keine. Das ist halt der Schlafsack, der hat halt zu reichen. Ich denke, im neuen Zustand sind die bestimmt für unter Null konzipiert. Oder zumindest für Null. Ich meine, das hat die Schweizer Armee beschafft. Das ist ein kaltes Land. Ja, das ist wirklich ein kaltes Land. Darum darf man davon ausgehen, dass die im Neuzustand schon relativ kuschelig sind. In Kombi mit dem Biwaksack, also mit der Gummihülle sozusagen drumherum, sind sie nochmal erheblich wärmer. Ich würde behaupten, diese Gummihülle bringt locker nochmal 4-5 Grad nach unten extra. Und selbst dieses alte Modell hier, oh, bis zum Gefrierpunkt und eine Schlafsäcke altern, insbesondere Kunstfaserschlafsäcke. Wenn das kein Daunenschlafsack ist, und das ist kein Daunenschlafsack, die werden schlechter mit dem Alter. Das ist eine Tatsache. Ja, die kannst du noch so gut aufheben nach so und so vielen Verwendungen und nach so und so viel mehr Waschen. Darum steht auch in der Waschanleitung extra, nur dann waschen, wenn unbedingt notwendig. Jedes Waschen reduziert die Wärmeleistung. Diese Faser, die da drin ist, die da für die Isolation sorgt, für die Bauschkraft, ja, die verklebt mit der Zeit. Und in richtig, richtig alter Kunstfaserschlafsack, irgendwann hat er sein Limit erreicht. Dann wird er auch nicht noch schlechter. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, dass der nochmal besser wird. Und drum würde ich sagen, so wie wir das System hier jetzt gesehen haben, ja, für mich persönlich noch so ungefähr bis zum Gefrierpunkt. Aber dann wird es auch ein bisschen kühl. Ja? Gut. Dann möchte ich euch gerade noch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn ich jetzt hier übernachten wollen würde, jetzt bewusst ohne Isomatte und mir das Ding irgendwo hinschmeiße und dann da mal reinkrieche. Wie gesagt, ich passe gerade so rein, aber ich versuche das so gut es geht zu dokumentieren, da ich ja immer noch kein Stativ habe. So, ausgeguckt habe ich mir jetzt mal das Plätzchen da. Da liegen Steine rum, da hat es ein paar Brombeeren. Das ist genau richtig. Ja, also jetzt zu Demonstrationszwecken. Normalerweise hat man ja jetzt die zusammengepackte Wurst, die dann quasi schon ready zum Hinschmeißen und Aufrollen ist. Die habe ich ja jetzt nicht mehr, weil das habe ich ja schon vorgezeigt, wie das dann aussieht. Drum würde ich mir jetzt einfach mal den Biwaksack da irgendwie einarmig positionieren.
Der Biwaksack hat übrigens auch noch mal Schnüre an der Außenseite, dass man den irgendwo festbinden kann, wenn das notwendig sein sollte, damit man halt nirgendwo runterfällt oder sonst wie. Aber ja, grundsätzlich, ups, hier fröhlich auslegen. Zack, zack, zack. So. Und jetzt könnte man da im Prinzip auch schon ohne Schlafsack so auch schon reinsteigen. Jetzt für den Sommer beispielsweise, für heute Nacht, würde ich behaupten wollen, von der Temperatur her würde das reichen. Aber ist das eine schöne Nacht? Nein, ist es nicht, weil wie gesagt, man liegt im eigenen Saft. Und wenn man dann eben nicht weiß, nicht genug Textilien noch zusätzlich hat, die die ganze Feuchtigkeit aufsaugen und man dann nichts davon merkt, dann merkt man eben sehr wohl was davon und das ist nicht so wirklich angenehm. Ja? Aber das Material von dem Ding ist wirklich so robust, den kannst du irgendwo auf den Waldboden schmeißen. Das einzige Problem ist dann, dass man halt nicht besonders bequem oder weich liegt, aber findet man irgendeine Rinne zwischen Felsen, dann schmeißt man das Ding dazwischen, kriecht da rein und wenn es eine halbwegs bequeme Rinne ist, also man kann an dem wirklich unmöglich Positionen mit so einem Schlafsystem nächtigen. Bei total strömendem Regen macht es immer noch keinen Spaß, gar nicht, aber ja, gehen tut's irgendwie. Und da merkt man halt eben auch, dass die Schweiz von Gebirgekampf ausgeht, nicht ganz zu Unrecht, ne? Dass die halt dann eben auch ein Schlafsystem haben, das für solche Situationen geeignet ist, nämlich eben der Schlafsack mit dem Biwaksack dazu. So, also da liegt er nochmal. Jetzt habe ich mir den dazugehörigen Schlafsack geholt und schmeiß den da jetzt einfach mal drauf. Plumps. Ja? Wenn es jetzt nass wäre, dann würde man eben auch gucken, dass man dann den Schlafsack nur auf den Biwaksack legt und dann mehr oder weniger kriecht man da auch schon rein. Und im konkreten Fall machen wir das jetzt so, dass ich mich da jetzt einfach mal drauf hocke. Und jetzt tun wir einfach so, als wären wir im Einsatz. Ich behalte die Schuhe an und versuche das jetzt so gut es geht aus meinem Point of View, wie man das ja so schön nennt, mal zu dokumentieren. Ja, ich bin wie gesagt eigentlich zu groß für diesen Schlafsack. Daher muss ich ein bisschen gucken, dass das klappt. Hoppla. So, aber man kann sehen, also ich bin jetzt genau unten mit den Schuhen anstehend so und habe die Füße aufgerichtet und das passt hier wirklich relativ bequem rein. Ne? Ich habe da noch Platz, trotz Schuhe. Also hätte ich jetzt, selbst wenn ich Militärstiefel anhätte, ist da erstaunlich viel Platz für die Füße. Das ist für die Füße nicht unbedingt wärmer. Je enger, desto wärmer wird das. Aber das ist jetzt halt eben, wie gesagt, damit man die Stiefel anlassen kann. Schuhe sind auch nicht besonders dreckig gerade. So. Jetzt muss man gerade gucken, dass man nicht auf seinem Reißverschluss liegt. Daher diese Verrenkung. So, ja, und jetzt möchte ich natürlich gerne noch in den Biwaksack rein. Und dafür muss ich erstmal rausfinden, wo da der Eingang ist. Da ist er. Flupp. So, tada. Das ist jetzt schon mal die Hauptsache. Ne? Das heißt, nach unten bin ich jetzt schon mal safe. Und kann da jetzt auch durchrutschen bis zum geht nicht mehr und liegt jetzt auch auf einem Stein. Da würde man jetzt dann halt eben ein bisschen rutsch, rutsch, rutsch machen. Wenn man merkt, man liegt auf einem Stein, man kann sich da ja problemlos noch ein bisschen in der Gegend herumrutschen in solchen Situationen. So, und jetzt machen wir logischerweise erstmal den Reißverschluss vom Schlafsack ausfindig und macht den zu und dann macht man entsprechend hier oben auch schon mal ein wenig zu, damit man dann nachher noch rankommt. Ja? Und dann immer im Wechsel sozusagen Schlafsack zumachen, Biwaksack zumachen. Dabei immer weiter hinlegen und wieder den Biwaksack ein Stücklein. Den kann man auch noch mal hochziehen, damit der ja auch ja oben dann zugeht. Ist besonders für mich, der ich wie gesagt eigentlich zu groß bin. Ich sag's noch dreimal. Wichtig und ja und so weiter und so weiter. Jetzt müssen wir kurz mal hier umdrehen. Also mir fehlt jetzt natürlich ein Arm. Ja, und jetzt ist das Problem, dass ich ja einen Hut auf habe. Drum machen wir jetzt einen kleinen Schnitt, weil sonst komme ich ohne. Sonst gibt es ein Bild mit ohne Hut und das geht nicht. So, jetzt bin ich hier eben auch entsprechend in der Kapuze drin und jetzt kann ich mich im Grunde auch fertig einpacken.
Ne? Also heißt, man macht jetzt erstmal hier noch ein Stück zu und dann machen wir wieder Biwaksack noch ein Stück zu. Übrigens, das ist wirklich kuschelig. Ja, also auch wenn das nicht so aussieht, das fühlt sich jetzt beim Reinkriechen richtig, richtig kuschelig an. Ist natürlich viel zu warm, ne? Also frieren würde ich jetzt überhaupt nicht. Und auch die fehlende Isomatte, die merkt man dann irgendwann, weil es dann gerade unterm Hintern, am Rücken und so weiter und so fort kalt wird. Aber potenziell geht das. Und man hat ja, also zumindest jetzt als Bundeswehrsoldat hätte man ja seine BW-Mehrzweckunterlegplane jederzeit dabei. Die Schweiz hat die diese Matte, diese ganz dünne BW-Isomatte. Die hat die Schweiz nicht. Ich weiß nicht, was die Schweiz dann an Isomatte für den gemeinen Fußsoldat quasi jetzt noch zu bieten hätte. So, und jetzt kommt noch als positiver Nebeneffekt dazu, die Reißverschlüsse lassen sich natürlich auch von innen bedienen. Das heißt, man könnte das jetzt, wenn man es hinkriegen würde, von innen zu machen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil jetzt fehlt mir ein Arm. Ja, also mit zwei Armen würde das jetzt gehen, aber angenommen, ich lege mich jetzt hier mal ab, ne? Und ja, dann würde ich jetzt tatsächlich hier so liegen, würde ich das Ganze zumachen, hätte ich nur dieses kleine Loch um den Mund. Das heißt, man atmet nicht in den eigenen Saft rein. Und jetzt gucken wir nochmal, wo ist denn das Ende vom Biwaksack? Hier ist das Ende vom Biwaksack. Ja, das kann ich jetzt dann auch nochmal hochziehen. Und das könnte ich dann ebenfalls mit zuziehen und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt noch etwas kürzer wäre, um mich rum entsprechend schließen und wäre dann eben weitgehend wettergeschützt. Diese kleine Lukenlösung für dieses Sacksystem ist natürlich auch nochmal bei schlechtem Wetter dann ein großer Vorteil, weil dann regnet es einfach weniger rein. Und man kann dann auch eben sich noch ein bisschen zur Seite drehen, dass man mit der Kopföffnung quasi nach unten guckt. So ein bisschen bauchschläfermäßig, damit es einem nicht direkt reinregnet und nicht direkt ins Loch tropft. Das ist ohnehin möglicherweise gemütlich. Aber spätestens, wenn man hier jetzt wirklich richtig eingepackt ist, hätte ich ein Stativ, würde ich das ja machen und dann nochmal filmen, aber ich habe doch kein Stativ. Dann kann man hier also wirklich ganz wunderbar sich dann auch hin und her wälzen. Ist völlig egal, ob da Brombeeren im Weg sind zum Beispiel. Spielt überhaupt keine Rolle. Also schon einfach ein lustiges System, das, ich sage jetzt nicht, das muss man mal gemacht haben, aber das kann man schon mal gemacht haben. Eine Nacht da drin verbringen. Ich mache das so etwa einmal im Jahr, einfach weil es witzig ist. Ja, und für den Sommer jetzt also wirklich absolut kuschelig warm, überhaupt kein Problem. Frühling, Herbst, kein Problem. Für den Winter reicht es halt nicht mehr. Ja. Ist einfach zu alt, in Anführungszeichen. So, ne? Also ich hoffe, ihr seid halbwegs überzeugt. Ja, also so wäre jetzt, ne, das wäre jetzt durchaus realistisch, dass ich mich jetzt hier so, und jetzt würde ich halt eben mit beiden Armen noch versuchen, den Reißverschluss zuzukriegen. So in etwa. Ne? Also, das war schon. Ein echt cooler Ausrüstungsgegenstand. Fragt mich bloß nicht, wo man das Ding heutzutage noch herbekommt. Insbesondere beides in Kombi. Könnte schwierig werden, aber ja, lustig ist es. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, ja, jetzt nehmen wir mal an, es wäre jetzt eine höhere Temperatur gewesen. Ich hätte gar nicht richtig zugemacht zum drinliegen, weil weiß ich nicht, keine Ahnung, weil es halt warm genug. So, und jetzt gibt es eine Sirene und es kommt der Feind. Und dann muss ich im Grunde wirklich bloß mich aufrichten. Und ja, hätte ich jetzt zwei Hände, dann könnte ich das hier jetzt einfach, Moment, dann könnte ich das jetzt einfach so aufreißen. Nein, geht auch nicht, ist einfach zu alt, braucht Öl. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich kann einfach vor mich greifen, den Reißverschluss relativ schnell aufmachen. Und dann auch hier diesen da, der ist glaube ich noch, ja, der ist noch leichtgängig. Ne? Da ziehst du einfach zur Seite so und schwuppdiwupp. Und jetzt bist du schon in der Lage, mittels Knie anziehen, zack, zack. Da, das muss man natürlich üben, relativ schnell rauszukommen, hast Schuhe an, kannst du aufstehen und die Schweiz verteidigen. Aber wirklich ein cooles System, macht echt Spaß.